Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Füller. Das Jahr geht zu Ende und für das Jahr 2021 habe ich noch keinen Kalender. In den letzten Jahren habe ich hier den Weekview Business Planner benutzt, also hier 2020 und 2019 und die Jahre zuvor auch schon, jedoch habe ich nur noch das Exemplar von 2019 hier. Ich bin am Überlegen, ob ich mir jetzt wieder so einen Weekview Planner in der Form hole, dass er hier in einem Einband ist. Oder in einer X17 Einlage. Es gibt für Filofax Einlagen und für X17 und dann noch einen anderen Planer in einer Kompaktform. Da ist er etwas anders gestaltet, aber den habe ich leider nicht da. Die X17 Form würde ich dann hier in meinen neuen roter Faden Planer einheften. Der hat hier so eine Klammern und da könnte ich dann die Hefte von Weekview in dem X17 Format einheften und ich glaube, ich werde die wählen für 2021. Die Version vom Business Planner, die ich mir bisher immer geholt habe, sind hier in so einem Ledereinband. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es richtiges Leder ist oder Kunstleder ist, also weiß ich jetzt nicht. Wenn man bei der Homepage von Weekview direkt bestellt, dann bekommt man hier noch so ein kleines Victory Notizheft hinzu. Es ist Gemundpapier, so heißt das. Wenn man genug Bücher bestellt, also ich habe für Freunde auch immer den Weekview Planner mitbestellt, dann gibt es ja als Goodie zum Beispiel noch, wenn man mit einem bestimmten Warenwert kommt, hier noch Einklebefächer für Visitenkarten. Die habe ich jetzt hier noch dabei gehabt. Hier so ein Victory gibt es, den kann man, finde ich ganz toll, hier kann man dann so Notizen machen, also hier zum Beispiel, das ist durchnummeriert, kann man dann direkt hier hinschreiben, Notiz, Projekt XY, dann und dann und kann dann hier seine Notizen zu machen. Das Ganze will ich mal zu so einem kleinen Kanban-Board später mal umfunktionieren. Da mache ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber. Wie gesagt, das gibt's. Dann gibt's noch einen Haufen Stickers, die habe ich auch hier schon eingeklebt. Die sind recht lustig, sage ich mal. Und es gibt ein Frickson Stift. Das ist der hier. Den gibt es auch noch dazu. Also jedenfalls in der Ausführung, wie ich ihn damals gekauft habe. Das Tolle an dem Frickson, also für den Pilot Frickson Stift ist, dass man hier was draufschreiben kann. Und mit der Rückseite, wenn da Hitze drauf kommt, also hier, ich habe Reibungswärme und durch die Reibungswärme verschwindet das, was ich geschrieben habe. Also finde ich ganz gut, es ist aber nicht weg. Ich habe jetzt gelesen, wenn man das Ganze wieder ins Tiefkühlfach packen würde, dann wird die Schrift wiederkommen. Also hier zum Planer, zum Mitschreiben fand ich das ganz gut, den Stift, wobei ich jetzt hier bei dem Papier jetzt auch wieder auf Füller umgestiegen bin und beim letzten Frickson-Stift habe ich auch hier den Clip ab. Ja, gab es dann hier einen Spritbruch und dann ist er mir auch kaputt gegangen. Das ist der, glaube ich, noch von 2020. Der Planer wird hier auch mit zwei Lesezeichenbändchen mitgeliefert. Da kann man sich dann die Tage markieren, die man markieren möchte. Also zum Beispiel das aktuelle Datum. Oder im Planer, also der hat hier noch, zeige ich auch gleich, ein paar Planer Seiten drin für Projekte zum Beispiel. Da könnte man jetzt auch das Bändchen reinsetzen. Ganz hinten ist eine Froschtasche drin. Die finde ich besonders praktisch. Die habe ich immer die ganze Zeit voll mit Zetteln aus Besprechungen gepackt. Also die finde ich super praktisch. Das Buch ist auch sehr robust. Wie gesagt, das fliegt immer in meinen Arbeitsrucksack rein. Kann man hier so vorne schließen. Hier ist die Stiftschlaufe. Und hat eigentlich, obwohl ich 2019 komplett durch die Republik gereist bin, unbeschadet hat es das alles mitgemacht. Also sehr gute Qualität. Ja, hier gibt es dann halt den Umschlag und hier hat man dann halt ein kleines Menü, wo drin es, also gibt hier zu jedem Themenschwerpunkt, gibt es hier in dem Businessplan auch nochmal eine Einführung, wie das Ganze funktioniert. Also es ist sehr gut erklärt und hier Weekview hat auch einen eigenen YouTube-Channel.
Da wird, glaube ich, jeden Mittwoch auch noch eine Live-Vorlesung zu dem Planer und Planersystem vorgestellt. Ich zum Beispiel nutze jetzt auch speziell im Homeoffice auch den Dayplaner, was ist das, ich glaube 2.0, um mich zu organisieren. Da kann ich auch noch mal ein extra Review mal drüber machen. Also den finde ich super praktisch. Ja, hier hinter kann man natürlich dann seine Anschrift, Kontaktdaten, sowas schreiben. Das habe ich jetzt mal abgedeckt. Ja, dann gibt es hier eine Übersicht, wie die Planungshilfen funktionieren, also echt gut erklärt. Dann sind die nachfolgenden Seiten, wäre jetzt das Jahr 2020. Ich habe jetzt mal das Jahr 2021 hier aufgeschlagen, da habe ich nämlich noch keine Termine drin. Ich kann euch die Termine leider nicht zeigen, weil die halt relativ oft sind das Termine von meinem Arbeitgeber. Das geht leider nicht. Und hier, wie gesagt, ist dann immer ein Halbjahr drin und man könnte die sich dann hier nochmal, um grob eine Übersicht zu haben, hier eintragen. Also funktioniert sehr gut. Hier habe ich dann auch nochmal die Übersicht für das Jahr 2022 komplett. Da kann ich mir dann auch was notieren. Hier sieht man auch, dass ganz schön das Weekview-System funktioniert, nämlich so. Ich habe hier immer mehrere Wochen, also eine Woche ist ein Doppelblatt. Und dann habe ich hier, kann ich mich an den Kalenderwochen orientieren. Und das finde ich persönlich, ist für mich jetzt, um mich zu organisieren. Ich organisiere mich jetzt von der Woche in den Tag hinein. Also ich plane hier meine Woche, da habe ich meine Wochenübersicht drauf. Oder später, hier sind auch noch Quartalsübersichten drin. Ich kann auch das Ganze über das Quartal planen. Und das fließt dann alles hier in mein Daypad mit rein. Ah ja, Daypad A5, so heißt das. Ja, hier habe ich dann noch eine Übersicht. Das habe ich hier 2020 nicht benutzt, aber 2019 habe ich das noch benutzt. Da habe ich das so gemacht, da habe ich dann hier A, B und C, gibt es dann hier Spalten und da habe ich dann zum Beispiel Sachen reingeschrieben, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Sport gehe, ist A Sport und dann habe ich jetzt hier für die Tage, wo ich zum Sport gehe, also wiederkehrende Ereignisse, habe ich dann hier ein Kreuzchen gesetzt und habe mir da hingeschrieben, für was ich für ein Workout, wie lange zum Beispiel dafür gebraucht habe. Das habe ich da gemacht und dann für die Arbeit habe ich auch immer hier wiederkehrende, wo ich dann Statusberichte schreiben musste, habe ich mir dann das auch renotiert und habe dann hier so ein bisschen drin rumgeplant in dem 2019er. Ja, dann habe ich für die Leute, die Kinder haben, gibt es dann hier den Ferienplaner, Zeitzonen. Ja, das ist ja auch hier in jedem Kalender, den man kaufen kann, drin. Also dann kann man hier seine Ziele festlegen. Hier sieht man schon die Aufteilung von dem Weekview-Kalender. Hier oben in dem Reiter, da sieht man dann später auch bei der Wochenplanung, sieht man die nachfolgenden Wochen immer hier oben und kann dann hier reinschreiben, was dann in der nächsten Woche kommt. Hier könnte man seine Ziele, das habe ich jetzt, ja, habe ich 2020 anscheinend nicht gemacht. Hier kann man seine Ziele nochmal planen, was man jetzt sich für das Jahr 2020 oder halt in dem neuen 2021 verspricht. Man kann hier Jahresziele setzen für persönlich Leben, also für Persönliches, für Familie, Freude, Arbeit, Gemeinschaft, Soziales, kann sich hier seine Lebensziele setzen, wie zum Beispiel, ja, was weiß ich, nehme 10 Kilo ab oder ich höre auf mit dem Rauchen, wird mir zu für persönliche Ziele einfallen. Familie und Freunde, wie zum Beispiel, ich pflege jetzt, ach, ganz wichtig für 2021, ich pflege mehr den Kontakt mit meinen Freunden, denn ich denke mal, auch bei euch 2021 ist der Kontakt mit den Freunden doch ein bisschen eingeschlafen. Hier arbeite vielleicht ich versuche, die Arbeit besser zu strukturieren oder ich versuche vielleicht eine Gehaltserhöhung herauszuarbeiten oder eine Bonuszahlung, Gemeinschaft und Soziales. Da könnte man zum Beispiel einschreiben, ich helfe jetzt mehr im Sportverein mit aus, könnte man das reinsetzen. Hier hat man dann eine Quartalsübersicht mit den vier Jahresquartalen, wo
wo man dann hier sich nochmal so Monatsziele setzen könnte, wie zum Beispiel, bis zum April habe ich das und das gemacht. Wenn man sich jetzt hier Projektmanagement macht, also hier in 2019 in dem Planer habe ich das öfters genutzt, aber hier im Jahr 2020 habe ich Microsoft Project für meine Projekte benutzt. Deswegen ist jetzt hier der Timer leer. Hier habe ich dann hier die normalen Bezeichnungen wie Start von einem Projekt, Meilenstein. Ja gut, wenn man hier ein Meeting hat, eine Idee, wann der Abschluss sein muss, wann Deadline sein muss vom Projekt, dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel hier hinschreiben, Projekt XY startet von da. Dann habe ich da meinen ersten Meilenstein, da muss das und das fertig sein und könnte das jetzt hier komplett durchplanen und könnte das dann hier weiter untergliedern. Ja, dann kann man hier ein Jahresrückblick machen für 2020, was man jetzt auch wieder hier in den Feldern, was so vorgeschlagen ist, persönlich, Familie, Freunde, Arbeit, Gemeinschaft und Soziales, kann man hier positive und negative Erfahrungen machen. Dann Resümee, also es ist quasi schon so ein Bullet Journal, was hier schon so ein bisschen vorgegeben ist, aber halt schon in einer festen Struktur, dass man jetzt nicht mehr so viel kreativen Schmalz hier reinstecken muss, um sich das zu erarbeiten, sondern es ist schon ja, für Leute wie mich, die jetzt auch gerne mit Tabellen arbeiten und alles gerne fertig in einem bestimmten Rahmen, ein Konstrukt haben, ist halt hier quasi der Rahmen schon vorgegeben, was ich ausfüllen kann. Und für mich persönlich finde ich das toll, weil ich will mir das nicht alles ausdenken, ich will das eigentlich fertig haben. Und dann trage ich meine Sachen hier ein. Hier kann ich dann meine Ziele wieder vorgeben. Dann habe ich hier noch eine Spalte für Notizen. Hier im Blick behalten, das ist eine Seite, da kann man dann ein Mindmap machen. Also da kann sich dann hier seinen Zweig also abziehen, wie zum Beispiel, Füller zum Beispiel, und dann kann ich jetzt hier im Blick behalten, was ich hier Füller, dann Review und dann hier zum Beispiel, ich will den Diplomat noch verfilmen. So. Oder wenn man sich jetzt entwickeln möchte, könnte man jetzt hier zum Beispiel Arbeit. Und könnte jetzt hier freie Stellen. Und könnt ihr zum Beispiel, wenn man jetzt im Umkreis mehrere Standorte hat, wo man jetzt arbeiten könnte, was weiß ich hier, könnte man bei mir jetzt Bonn, Koblenz, könnte man jetzt hier aufschreiben. Ja, hier kann man seine Quartalsziele setzen. Hier sieht man auch wieder hier oben in den Reitern ist wieder aufgeführt. Hier ist das erste Quartal, Januar, Februar, März. Und hier oben ist dann wieder das zweite Quartal angedacht, also April, Mai, Juni. Das zieht sich halt hier komplett strukturiert durch diesen Planer durch. Da kann ich dann meine Quartalsziele setzen. Dann Sachen, die ich jetzt hier im Blick behalten will, Aufgaben, die ich mir setze. Und dann könnte ich dann hier unten ist auch schon wieder vorgegeben. Habe ich dann hier wieder Start, Meilenstein, Meeting, Dokument, Idee. Ja, Abreise wahrscheinlich, wenn man seinen Urlaub, könnte man sich jetzt hiermit sehr gut planen. Ach ja, hier gibt es sogar eine Palme für einen Urlaub, da ist man wahrscheinlich ewig am Zeichnen. Und könnte dann das Ganze jetzt hier durchplanen. Hier gibt es dann hier so eine kleinen Bullets, wo man dann seine Ziele eintragen könnte. Das ist dann quasi wie so eine Abstreichliste, was man dann hier nochmal feiner dokumentieren kann. Das Tolle ist nochmal auf dem YouTube-Channel von VidView, die haben echt so 10 Minuten Tutorials über eine Seite. Wenn euch das jetzt eine Seite näher interessiert, dann könnt ihr da auf die YouTube-Seite schauen. Ist ganz gut gemacht. Dann hier Quartal beobachten. Da könnt ihr dann hier quasi so Punkte setzen, die ihr dann beobachten wollt. Da seht ihr dann hier auch Plus und Minus, das taucht später auch nochmal auf. Also hier zum Beispiel Positives, Negatives oder das Ausrufezeichen.
Wären jetzt hier zum Beispiel Notizen, ist das später, könnt ihr dann euch auch schon was aufzeichnen, also auf, also eintragen. Dann könnt ihr hier wieder das Quartal auswerten, also reflektieren mit euren Projekten, Erkenntnissen, die ihr gemacht habt. Vielleicht auch mit den Menschen, wenn ihr jetzt mit verschiedenen Menschen an Projekten arbeitet. Über mehrere Standorte zum Beispiel könnt ihr euch jetzt rein theoretisch auch aufschreiben. Hier, ich habe mit Meier, Schulze, habt da hier gearbeitet, könnt das dann reinschreiben. Könnt dann vielleicht noch was mit euch später mal erinnert, wer das war. Oder Telefonnummer oder... Wenn ihr euch was Spezielles zu der Person jetzt merken wollt, könnt ihr euch das hier reinschreiben. Dann könnt ihr wieder reflektieren eure positiven Erfahrungen, wieder in den vier Sparten eure negativen Erfahrungen. Das ist halt wieder das Bullet Journal, was jetzt hier so reinkommt, aber halt schon fertig in eine Struktur gegossen. Ja, dann kommen wir hier, so sind die Seiten aufgeteilt. Wir haben hier, das fand ich hier an dem Planer gut, wir haben für jeden Monat haben wir hier ein Zitat. Und ich finde die Zitate für jede Woche, finde ich, richtig gut gelungen und schön ausgewählt. Dann kann ich hier in diesem Feld meine Ziele und Prioritäten für die Woche setzen. Also die kann ich hier in den Abschnitt reinschreiben oder einfach nur Notizen. Dann kann ich hier die Woche auch nochmal kurz reflektieren. Mit positiven, negativen, dann hier, was ich mir merken möchte. Ihr seht, dass das Ganze hier nach einer Arbeitswoche eingeteilt ist. Vom Montag bis Samstag sind jetzt hier die Zeiten aufgeteilt, also hier von 8 Uhr bis 19 Uhr. Und der Sonntag ist frei, da ist jetzt auch nicht so viel Platz. Dann haben wir hier weiter die Aufgabenplanung, also Aufgabenkategorie A, B und C. Also das sind wieder nicht wichtig, nicht dringlich und sowas alles. Das ist die Eisenhower-Matrix, steckt dahinter. Dann habt ihr hier auch sehr schönen Zeitstrahl, wie die nächsten Wochen und Tage aussehen. Dann hier oben zieht sich das dann weiter, dass ich hier dann wieder so eine Reiter habe, wie da jetzt immer gerade eine Kalenderwoche 1. Da haben wir dann Kalenderwoche 2, 3, 4, 5, das geht so weiter und dann habe ich hier schon Februar. Und wenn ich zum Beispiel jetzt hier meine Woche plane und ich möchte, was weiß ich, hier in der Kalenderwoche 2 habe ich einen Versicherungstermin, den ich vorbereiten muss, dann kann ich hier mir schon Versicherung zum Beispiel eintragen dann, oder andere Sachen, die jetzt in der nächsten Woche anstehen. Und kann mir das dann hier schon notieren und kann mir das dann hier auf die nächste Seite dann schon übertragen. Oder also ich habe das hier quasi, also ich nutze das ganz oft, damit ich mir jetzt Sachen, die ich in dieser Woche mir merken möchte, aber die später drankommen, dann kann ich die hier jetzt schon zuordnen. Oder jetzt ist zum Beispiel Dezember, dann kann ich hier zum Beispiel sagen, hier übernächste Woche ist Weihnachten. Dann weiß ich jetzt im Dezember, dass Weihnachten immer näher rutscht und dass ich mir jetzt Gedanken machen muss, wie ich mich jetzt um die Geschenke kümmere. Also was ich jetzt schenke, muss ich mich darum kümmern. Also das ist die Wochenaufteilung in Weekview. Und ich persönlich finde, auch wenn man jetzt nur diesen Teil nutzt, weil den Planer gibt es in verschiedenen Varianten. Und es gibt auch eine Variante, da ist jetzt quasi nur der Planer, das hier ohne den ganzen Anteil an dem Bullet Journal, den kann man quasi rauslassen. Das gibt es auch bei den X17 Heften, also in dem X17 Format. Das ist ja kein richtiges X17 Heft, sondern bloß das Format. Gibt es auch nur diesen Planer ohne das Bullet Journaling. Ich habe das hier 2020 jetzt nicht so doll benutzt, aber für 2021 habe ich mir gesagt, möchte ich wieder meine Woche reflektieren und deswegen kaufe ich mir dann wieder alles. Aber das gibt es hier auch in einer kompakten Ansicht und wir haben auf der Homepage ganz viele unterschiedliche Planer. Da muss man sich einfach mal durchklicken. Ich habe jetzt hier nur den Business Planer hier. Das heißt, das andere kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Hat man das erste Quartal wieder geschafft, habe ich hier die Ansicht für das zweite Quartal. Hier kann ich dann wieder meine Ziele festlegen, wieder resümieren und habe dann auch hier wieder eine Übersicht, wie zum Beispiel weiß ich, dass hier Ramadan ist. Dann Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Ostern. Also es wäre jetzt hier alles zum Planen eingetragen.
So, hier befinden wir uns gerade in der aktuellen Woche, von mir jedenfalls. Da sieht man dann auch hier habe ich Weihnachten zum Beispiel eingetragen. Dann weiß ich jetzt, dass Weihnachten immer weiter nach vorne rutscht und dann weiß ich, umso näher Weihnachten kommt, umso mehr Gedanken muss ich mir darum machen, wie ich das Weihnachtsfest verbringe und was für Geschenke muss ich kaufen. Zum Beispiel Weihnachtsgeschenke besorgen ist bei mir jetzt noch in der Kategorie C. Das wandert dann, je näher Weihnachten kommt, wandert das hier in meine Aufgabenkategorien hoch. Hier zum Beispiel Ziele habe ich jetzt reingeschrieben, Video, Week View aufnehmen, was ich euch jetzt gerade aufnehme. Ja, dann habe ich halt hier meine Versicherung für mein Auto, muss ich die Kondition für 2021 prüfen. Dann will ich mir zum Beispiel noch einen höhenverstellbaren Tisch fürs Homeoffice zulegen. Da muss ich gucken, welche verfügbar sind. Und hier habe ich dann auch nochmal die Woche ausgespart mit meinem beruflichen Termin und habe jetzt hier nur so eingeschrieben, was ich jetzt hier so privat nutze. Hier, ich benutze den Kalender mal so, dass so allgemeine Ziele, also allgemeine Termine, die jetzt quasi ganztägig sind, die kann man sich zum Beispiel im Outlook-Kalender, kann man so ein Häkchen setzen, ganztägige Termine. Oder Aufgaben, die schreibe ich mir jetzt hier zum Beispiel hier oben in dem Abschnitt rein. Hier zum Beispiel Donnerstag und Freitag habe ich schon einen Homeoffice-Tag. Dann habe ich hier in den oberen zwei Kästchen schreibe ich mir HO zum Beispiel rein für Homeoffice. Kann ich dann planen. Dann gibt es hier, wie zum Beispiel Donnerstag, habe ich noch einen Zahnarzttermin. Da gibt es dann hier die lustigen Sticker, die kann ich mir dann reinkleben und sieht dann halt ein bisschen schöner aus. Braucht man jetzt nicht zwingend, aber da die eh dabei lagen, habe ich die jetzt einfach mal benutzt. Nach dem Kalender kommen hier, also das ist schon noch ein ganz schöner Packen, kommen hier die Business Tools. Das ist das, was ich hier anfänglich in dem Victory Pad, also in die Victoria Notes angesagt habe. Also das ist das, was ich mir jetzt in den Victory Notes angesprochen habe. So ähnlich funktioniert das auch. Hier habe ich dann eine Projektübersicht. Also hier mit, die sind alle durchnummeriert. Und hier gibt es auch nochmal eine Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Also das ist wie immer sehr gut beschrieben hier im Kalender. Da habe ich dann hier wieder eine Timeline für meine ganzen Projekte. Eine Jahrestabelle kann ich hier zum Beispiel machen. Da kann ich dann zum Beispiel Ausgaben fürs Auto könnte ich mir jetzt hier reinschreiben und könnte mir jetzt dann aufsummieren, was ich jetzt fürs Auto über das Jahr hin ausgegeben habe oder ja, andere Sachen für Ausgaben könnte ich da zum Beispiel reinpacken. Das Ganze kann ich dann auch hier schön wieder, ist das untergliedert, hier vorne in einem Register eintragen, damit ich das besser finde. Regelmäßige Aktivitäten, da könnte ich zum Beispiel wieder Sport anführen, müsste ich auch mal wieder langsam machen. Dann habe ich hier meine Projektübersicht, dann habe ich hier das Projekt 1, da könnte ich dann hier hinschreiben, Projekt 1 ist Hausbau zum Beispiel und dann könnte ich dann Hausbau hier alleine untergliedern in einzelnen Arbeitspaketen. Oder Stadien zum Hausbau muss ich bis zum Punkt X eine Baugenehmigung haben. Oder ich muss mir einen Statiker beauftragen. Das könnte ich jetzt hier als Arbeitsschwerpunkt hier reinmachen und könnte dann das Ganze hier nochmal untergliedern mit Aufgaben und Meilensteinen. Also Aufgaben, die dem Arbeitspaket jetzt hier quasi zugeordnet sind. Und hier könnte ich eine Priorität in der Spalte eintragen oder die Fälligkeit, bis zu wann diese Aufgabe erledigt sein muss, weil vielleicht eine andere Aufgabe oder ein anderes Arbeitspaket davon abhängig ist. Hier habe ich dann noch eine Seite für Notizen und kann dann hier noch dazu Notizen führen. In den späteren Projekten ist das Ganze dann schon etwas wieder eingedampft und ist ein bisschen kompakter. Da habe ich dann für ein Projekt nicht mehr zwei Seiten oder bloß noch eine Seite. Dann habe ich hier noch ein Notizmanagement. Da habe ich dann auch wieder hier ein schönes Register über meine Notizen. Wieder hier eine Anleitung, wie das Ganze funktionieren würde.
Und dann habe ich dann halt hier die Sachen, die ich dann eintragen kann. Ich habe gesehen, bei dem X17 ähnlichen Heften, da kann ich dann auch mir die Listen dann zusätzlich als Heft kaufen. Also das Ganze ist auch optional. Aber hier bei diesem Business Planer Modell, was ich mir gekauft habe, ist halt alles drin. Hat, glaube ich, um die 35 € gekostet. Oder 38, so in dem Dreh. Also jedenfalls unter 40. Und ich finde, alleine schon wegen dem Papier, das ist ja auch, glaube ich, Gmundpapier. Steht das hier irgendwo? Das Papier lässt sich aber auch wunderbar per Füller beschreiben. Hier zum Beispiel habe ich das mit meinem Schneider Easy, den ich hier schon seit Monaten mit mir führe, habe ich zum Beispiel das hier geschrieben oder das hier ist mit dem Caveco Lilliput geschrieben, das ist auch Füller. Man kann aber auch mit Kugelschreiber draufschreiben, zum Beispiel Weihnachtsgeschenke besorgen, habe ich damals mit einem Kuli geschrieben oder das hier unten ist auch mit einem anderen Füller geschrieben. Also das Papier ist auf jeden Fall füllerfreundlich und drückt auch nicht durch. Also man sieht hier vielleicht, also man sieht etwas, die Rückseite hier, die man beschrieben hat, ist aber überhaupt nicht störend. Also das Papier ist echt klasse. Ja, dann habe ich hier noch weitere Listen. Wieder hier mit Abhaklisten mit den kleinen Bullets davor zum Abhaken, die man machen kann. Dann gibt es hier noch kariertes Papier hinzu. Punktiertes Papier. Da sollten Sie auf jeden Fall so mal so eine Victory-Hefte in dem Papier herstellen mit der Übersicht. Muss ich mal gucken, vielleicht gibt es das mittlerweile auch schon, die ich mir dann in meinen roten Faden abheften kann, weil das Papier finde ich ganz toll. Sieht man auch, das Papier ist hier durchnummeriert. Das mag ich ja, wenn das so organisiert ist. Ja, wenn man das Ganze jetzt in der Schule benutzt, dann habe ich hier noch Stundenplan 1, Stundenplan 2 wahrscheinlich. Oder studieren hier erste Halbjahr, zweite Halbjahr. Wichtige Rufnummer. So, was wurde noch mitgeliefert? Hier sieht man auf jeden Fall die Sticker, die mitgeliefert wurden. Die haben sich halt auch angestaut über 2 Jahre. Hier sieht man es. Hört gar nicht mehr auf. Hier gibt es dann auch noch so welche Sticker, die kann ich dann, um das Ganze hier besser zu untergliedern. Die sind hier in der Mitte, kann man die klappen und könnte die jetzt dann hier als Reiter so drumherum machen, dass ich dann hier weiß, die aktuelle Woche befindet sich gerade hier. Also da gibt es auch auf der Homepage ein Tutorial zu, was man mit den Stickern hier machen kann. Hier habe ich noch weitere Sticker, die sind glaube ich von Modeskin. Ja, genau. Hatte ich auch mal als Planer, da hat mir das Papier zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Hier habe ich das nochmal, wahrscheinlich vom Jahr davon auch nochmal von Modeskin. Nochmal Sticker dazu, also Sticker gab es hier bei dem Paket, was ich bestellt habe, ohne Ende. Und hier auch nochmal Modeskin mit, keine Ahnung, mit dem ABC drauf, was man damit machen soll. Und für Leute, die gerne nochmal sowas auf dem A4-Blatt haben und das dann mitführen wollen, gab es dann hier vom VicView auch nochmal so einen Planer. Hier ist das erste halbe Jahr drauf und hier das zweite halbe Jahr. Kann man hier auch nochmal schön, das gibt es hier vorne im Buch auch nochmal. Aber für Leute, die das jetzt hier hinten in der Froschtasche drinne haben, ja, kann man mitführen. Wer mag. Ich fand die Sticker jetzt nicht schlecht. Zwingend gebraucht hätte ich sie nicht. Aber da sie dabei waren, habe ich sie dann doch schon genutzt. Also das sind die jetzt, die noch übergeblieben sind. Über die Jahre haben sich halt viele angesammelt. Aber ja, ich habe die auch noch hier vom Moleskine.
Die habe ich ja auch noch und auch nicht so oft benutzt. Aber wer es jetzt ein bisschen bunter mag, der kann ja dann die Sticker da reinkleben. Ich habe mich dann immer hier so einen Textmarker bedient. Das hat ganz gut funktioniert. Ja, ich hoffe, das Review hat euch gefallen. Also das VIEVIEW-System, wie gesagt, kann ich euch wärmsten empfehlen. Ihr könnt mal reingucken für das Jahr 2021, was sie da im Portfolio haben. Ich werde das auf jeden Fall nutzen, bin mir nur noch nicht im Klaren, ob ich wieder dieses Ledereinband jetzt benutze, was hier ist, oder Kunstleder, was auch immer das ist. Aber es hat auf jeden Fall super gehalten. Oder ob ich mir jetzt hier die Einlagen für mein roter Faden von VIEVIEW kaufe. Das sind halt die, wie gesagt, die X17 Einlagen von VIEVIEW. Oder falls ihr einen Filofax habt, oder heißt das Filofax? Naja, falls ihr so ein Ding habt, gibt es von VIEVIEW auch die Einlagen vom Business Planer. Könnt ihr auch kaufen. Das Ganze gibt es dann auch noch in einer Nummer kleineren. In A6 Planer haben die, glaube ich, auch. Dann aber, glaube ich, nicht mehr als Business Planer. Das sind dann die Kompaktplaner. Die Kompaktplaner sind ein bisschen anders gestaltet. Da habt ihr dann nicht mehr so eine Aufreihung nach der Zeit, sondern war so ein bisschen allgemeiner gehalten. Die sind auch nicht schlecht, aber weil ich eigentlich vorhabe, so eine Art Bullet Journal nochmal hier in dem Planer mitzumachen, gehe ich halt wieder auf die Schiene des Business Planer. Kann ich nur wärmsten empfehlen. Wie gesagt, ich hoffe, es war nützlich für euch. Könnt euch die Planer mal angucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und falls ihr Fragen zu VIEVIEW habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt einfach mal bei VIEVIEW auf der Homepage gucken, beziehungsweise einen YouTube-Channel. Die haben echt viele Tutorials. Und ich glaube, wie gesagt, jeden Mittwoch haben die einen Lehrgang, einen Online-Lehrgang, den man dann kostenlos auf YouTube angucken kann. Die sind eigentlich recht gut gemacht und sind auch nicht so lange. Kann man sich gerne mal angucken. Also wäre jetzt eine Empfehlung von mir. Auch wie man sich jetzt persönlich so ein bisschen organisiert, wird da einem auch nochmal gezeigt. Also nicht nur ganz auf ihrem Planersystem. Das, was sie da zeigen, kann man sicherlich auch auf andere Planer von anderen Herstellern umsetzen. Aber wie gesagt, ich verwende das ganze System hier noch mit dem Daypad. Und das Ganze habe ich auch nochmal als Weekpad auf meinem iPad. Ja, Pad, Pad, Pad. Die haben nämlich auch im Portfolio nicht alles, aber vieles in digital vorliegen. Das ist dann ja, eine PDF-Datei, die ich dann mit dem Apple Pencil ausfüllen kann auf meinem iPad. Den Apple Pencil, den habt ihr schon mal gesehen von mir. Der ist in so einer Caveco-Griffhülle. Finde ich super praktisch. Ja, wie gesagt. Ich hoffe, es ist nützlich. Wenn ihr noch keinen Plan habt, schaut euch den mal an. Wenn ihr schon einen Plan habt, dann ist das hoffentlich der richtige für euch. Ja, wie gesagt, das Papier ist klasse von denen, gefällt mir gut. Das Gmundpapier, also ich weiß jetzt gar nicht, ob der Planer Gmundpapier drin hat, aber was hier als Beilage von dem Victory war, hier Gmundpapier, also das ist super, das Papier auf jeden Fall. Davon habe ich noch ein anderes, wo ich schon Projekte angelegt habe. Und das Papier von dem VIEVIEW hier Planer. Super Empfehlung, kann man sehr, sehr gut mit dem Füller beschreiben. Es trocknet auch sehr schnell. Das heißt, da nicht wie in meinem letzten Review, dass das Papier von X17 lange braucht, bis es trocknet. Das ist hier nicht der Fall. Das trocknet relativ schnell und scheint auch nicht durch. Also super Papier, kann ich nur empfehlen. So, das war's jetzt aber auch wirklich und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.